Hallo liebe Reisemobilfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Carex Reisemobiltechnik hier aus Castrop-Rauxel. So, heute haben wir einen Hümer Mobil B680 MC. Die Basis von dem Auto ist Mercedes-Benz, ist also ein Sprinter-Unterbau. Und hier hatten wir wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung, weil der Kunde eigentlich von seinen normalen Platzverhältnissen hier im Fahrzeug, Stauräumen und so weiter, ja, ich sag mal ganz salopp, uns mehr oder weniger nicht zur Verfügung stellen wollte für den großen Umbau, den wir hier gemacht haben. Und dann haben wir uns eben halt in der Form behelfen müssen, dass wir hier unterhalb haben wir also einen durchgehenden, mehr oder weniger einen durchgehenden Versorgungsraum bzw. Stauraum. Und da haben wir dann halt den Wechselrichter eingebaut und die Distributoren eingebaut, den Shunt mit eingebaut und so weiter und so fort. Das zeigen wir euch jetzt gleich einmal alles und können auch dazu vielleicht gleich nochmal im Video einige Bilder euch einblenden, wie meine Jungs dann im Prinzip da diesen Umbau bei dem Fahrzeug gemacht haben. Wir mussten teilweise so schmunzeln, das war so lustig, aber auch sehr, sehr anstrengend. Ne? Also teilweise so weit, dass einem schon schwindlig geworden ist. Den einen muss man schon teilweise da aus dem kleinen Schacht da rausziehen. Ja, aber da blenden wir euch gleich nochmal während des Videos nochmal einige Bilder ein. Wir gehen jetzt einfach mal rein ins Fahrzeug. Das Fahrzeug ist jetzt final fertig, ist getestet. So, dann kommt mal mit. Dann müssen wir mal gucken. Also, wir machen erstmal hier Strom 12 Volt, zack. Dann sorgen wir erstmal für ein bisschen Licht hier. Da ist auch schon Licht an. So, was hat der alles bekommen? Also, der hat von uns hier unten drin, du kannst ja mal drauf fallen, ich mache mal kurz einmal hier diesen Deckel auf. Hier unten drunter ist so einiges verbaut. Unter anderem die Batterien, die waren vorher auch drin. Was genau drin war, zeige ich euch gleich. Das haben wir hinten in der Heckgarage drin. Da war zweimal 150 Amperestunden Original ab Werk Lithium-Batterien drin, in Verbindung mit einer weiteren AGM-Batterie. Das ganze System war der Kunde sehr unzufrieden mit und hat auch nicht so flüssig funktioniert, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat. Und ja, für uns war es einfach die beste, einfachste Möglichkeit zu sagen, wirklich dann in dem Moment alles raus und wir bauen halt die bewährte Technik ein, die wir gut kennen. Und wie gesagt, jetzt haben wir hier zweimal große 300 Amperestunden Lithium-Batterien von Liontron eingebaut. Wir haben einen großen 100er Backboost eingebaut. Wir haben ihm eine Starterhilfe eingebaut, etwas größere mit 18 Ampere. Wir haben ihm die ganzen Distributoren hier hinten in dem Schacht mit eingebaut. Wir haben, hier können wir vielleicht auch mal reinhalten, hier war ja auch alles verbaut. Ein 3000er Multiplus haben wir ihm eingebaut. Ich weiß nicht, sieht die Kamera das, wenn du hier so reinhältst, weil hier unten drunter ist ja im Prinzip auch noch sehr viel, was wir verbaut haben. Da sieht man auch mal, wie eng dieser Schacht da ist. Na? Ja, genau, so sieht man es, glaube ich. Ne? Da sieht man, was das für so eine riesen Litanei ist, die wir da eingebaut haben. Und auf der anderen Seite haben wir halt den Wechselrichter. Hier unten hat die ganze Anlage auch ausreichend Platz zum Luft kriegen. Hier vorne haben wir noch den Dongle drauf, über den Multiplus eingebaut. Haben ihm auch das große Display hier oben, sprich 7 Zoll. Kühlschranklüfter hat er bekommen. Max-Fan hinten mit Beleuchtung sehe ich gerade, hat er auch bekommen. Wir gehen aber gleich nochmal von der anderen Seite an das Fahrzeug ran und dann sehen wir auch nochmal, wenn wir in diesen Tunnel da reinhalten, wie schwierig das war und wie beengt diese Einbaumaße da sind, um das da wirklich zu realisieren. Also war schon wirklich grenzwertig. Haben wir jetzt mal so gemacht, aber ist für uns auch wieder eine Lehre, dass wir wirklich da auch mal Prioritäten setzen müssen, was einbautechnisch eben halt wichtig ist, dass wir sagen, also wenn wir den nötigen Stauraum nicht kriegen, dann können wir den Umbau auch so nicht realisieren. Also hier war es schon wirklich sehr, sehr grenzwertig, dass wir da in diesem kleinen Schacht jetzt, passt da auch nicht jeder rein, ich passe da nicht rein, meine Kamera auch nicht. Du passt auch nicht, du lachst schon, ne? Wir passen alle nicht rein. Glücklicherweise haben wir einen Mitarbeiter, der da reinpasst, aber war für ihn auch schon, ja, also war auch schon eine Zumutung. Wir können ja jetzt vielleicht mal, wo du so schön lachst, können wir vielleicht mal die Bilder einblenden. Also gut, für uns war es lustig, aber ich glaube, für ihn war es weniger lustig. Aber gut, die Anlage ist drin, funktioniert alles, ist getestet und
haben auch heute noch mal den Ladebooster getestet. Ist also auch alles soweit in Ordnung. Das Fahrzeug kriegt von uns auch eine Fernwartung, ist also auch auf komplett. Der hat eine Oyster Connection auf dem Dach verbaut gehabt und da docken wir dann halt an. Und solange der Kunde das wünscht, kriegt er von uns natürlich auch die Aufschaltung auf unserem PC, sodass wir auch gucken können, läuft alles, funktioniert alles, ist die Solaranlage in Ordnung und so weiter und so fort. Was machen meine Batterien? Ne? Wo stehe ich gerade? Das kann ich also alles auch online abfragen. Und in der Richtung haben wir momentan schon sehr, sehr viele Kunden, die sich bei uns eben halt mit einbinden möchten. Und die Anlagen überwachen wir auch. Wir gucken da nicht jeden Tag drauf, ist klar, das schaffen wir nicht. Aber mindestens ein, zweimal die Woche gucken wir auch über dieses VRM-Portal, ob es da irgendwelche Updates gibt, ob es da irgendwelche Unregelmäßigkeiten gibt. Manchmal sind die Kunden auch offline, dann können wir natürlich nichts machen. Aber sobald eine Internetverbindung da ist, sehen wir natürlich auch die ganzen Parameter und das halt, was meine Victron-Anlage und die Batterien halt machen. Das sehen wir dann halt. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal einmal auf die andere Seite. Hier vorne haben wir noch ein kleines Fach, fällt mir gerade ein. Da haben wir auch einiges umgebaut, ausgebaut, geändert. Ne? Da haben wir das Herzstück, das sehen wir auch da. Und da liegt nochmal das Servosteuergerät, liegt da drin. Ja, alles schön in Schutzrohre verkleidet. Nochmal zusätzliche Sicherungen sind dran gekommen, halt für die Hochvoltabsicherung. Hier unten drunter hat er nochmal ein separates Kabel für eine Solartasche, die wir ihm noch mit verbaut haben und hat hier auf der anderen Seite versteckt auch einen ganz kleinen Schalter für die Starthilfe. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal rüber auf die andere Seite und halten einmal in diesen beengten Schacht rein, wo man von da aus auch noch mal sehen kann, was in dem Fahrzeug verbaut worden ist. So, dazu gehen wir einmal mal hier rüber. Vorweg kann ich euch einmal kurz das hier zeigen. Fällt mir gerade ein. Hier haben wir noch mal einen großen Karton. Da haben wir noch mal die ganzen, ja, ich möchte nicht sagen Altteile, aber die ganzen Sachen hier eingelegt. Wir wissen natürlich nicht, was der Kunde damit jetzt vorhat. Wird immer von uns immer ausgebaut und dann legen wir alles rein. Da war schon ein Kühlschranklüfter drin, allerdings so ein mechanischer. Den haben wir ausgebaut, der hat von uns jetzt einen elektronischen bekommen. Der Dometic-Wechselrichter hier, der ist rausgekommen. Das Ladegerät ist rausgekommen, der Ladebooster ist rausgekommen. Ne, also Zusatzlader ist rausgekommen. Die Displays hier von der Solaranlage, das brauchen wir alles nicht mehr. Das ist jetzt alles auf dem Servo ersichtlich. Und er wollte jetzt einmal alles im Prinzip aus einer Hand haben. Und das ist bei uns eben halt dann Victron Energy. Wir machen nichts anderes als Victron Energy. Und haben jetzt alles komplett geändert, haben es umgebaut. Und die Anlage funktioniert wirklich tadellos. Der Kunde konnte auch schon aus der Ferne auf seine Anlage draufschauen und kann die auch schon im Prinzip aus der Ferne jetzt auch schon steuern und überwachen. Hier vorne haben wir hinten nochmal die 2x150 Ampere Lithium-Batterie, die ab Werk drin sind. Und die ist kombiniert mit einer weiteren 95 Ampere AGM-Batterie. Das ist so ein System, was man von Hymer direkt kaufen kann. Möchte ich mir jetzt nicht so erlauben, ob das gut oder schlecht ist. Bei dem Fahrzeug hat es also nicht so funktioniert, wie der Kunde sich jetzt vorgestellt hat. Deshalb eben halt dieser Umbau. So, das räumen wir jetzt gleich wieder rein. Wir halten einmal jetzt hier vorne in diesen Schacht da rein, dass ihr das da auch mal seht, wie das da aussieht. Man muss erstmal Folgendes machen. Gehen wir mal bitte zurück mit der Kamera. Ich möchte euch nur mal zeigen, wie eng die, also das ist hier, ne, ich könnte hier vielleicht maximal mit dem Kopf rein und hier drin. Wenn man da mal reinguckt, verjüngt sich das Ganze nochmal. So, jetzt kommen wir mit der Kamera näher. Guck mal. Das ist jetzt hier im Prinzip, ne? Das ist DIN A4 Größe. Guck mal, wie klein das hier ist. Und guck mal hier unten rein. Hier unten drin verjüngt sich das Ganze nochmal. Und da muss man rein, um alles zu installieren. Und das ist wirklich, also, das war schon akrobatisch. Mal mehr oder weniger auch so eine halbe Zirkuseinlage, die wir hier gemacht haben. Und ja, ob wir das in der Form noch ein zweites Mal machen, weiß ich nicht. War für uns auch eine Erfahrung, eine Lehre. Ne? Wir haben also hier vorne, wenn man mal reinleuchtet, kannst du mal reinhalten mit der Kamera, auf der rechten Seite den Multiplus sitzen, den Multiplus 2, den 3000er. Und auf der anderen Seite alles, was ihr da im Schutzrohr seht und so weiter, unsere ganze Armada an Distributoren, an dem Links und so weiter, an dem Shunt. Ist alles auch im Prinzip jetzt hier auf der linken Seite. Ne? So, das schon mal hier zu diesem Hymer Mobil. Ich würde sagen, da machen wir hier mal einen kurzen Cut. Wir haben davor noch ein, zwei Autos, die möchte ich auch noch mal ganz kurz zeigen. Und dann sage ich, bis gleich. Können wir laufen? Ja, komm, dann laufen. Der Kunde hat uns, was lachst du? Sag ich dir später. Ja, sagen wir später. Ist irgendwas Lustiges an mir? Lachst du über mich? Ja. Nee? Okay. Ja, alle sind hinter Ihnen.
Alle Kennzeichen gewischt, ja, müssen wir alle gleich. Ja, müssen wir gleich einmal wegmachen. Ja, auf jeden Fall bei dem Fahrzeug ist es so, der Kunde ist selbst Elektroingenieur und hat uns hier damit beauftragt. Gehen wir einmal am besten auf die Seite, ich gehe die Seite hoch, oben eine Solaranlage aufs Dach zu bauen, samt LTE-Antenne. Allerdings sollte das alles nicht so ablaufen, wie wir es normalerweise machen, sondern der Kunde hatte da schon ganz konkrete Vorstellungen, dass die Solaranlage eben halt durch ultraleichte Module bestehen soll. Die haben wir auch im Programm. Die wiegen nur wenige Kilo und haben hier nochmal einen Alurahmen drum. Die habe ich auch schon mal euch vorgestellt. Dafür hat der Kunde selber hier diese Winkel, diese Halter angefertigt. Wir hatten zur Befestigung diese beiden Schienen, die wir hier links und rechts sehen, und sind im Prinzip mit diesen Haltern direkt auf diese Schienen gegangen. Dann haben wir hier vorne auch an dieser Schiene unser Kabelkanal befestigt. Und das sind diese 160 Watt Peak-Module. Da haben wir zwei Stück von gesetzt. Hier ist das vordere, da vorne haben wir das hintere. Und zudem sollten wir auch noch eine reine 5G-LTE-Antenne aufs Dach bauen. Die MaxView-Antenne bietet sich dafür an. Wollte der Kunde auch gerne Anthrazit haben mit anthrazitfarbenen Halter. Das haben wir gemacht. Den Router und so weiter dafür, den verbaut er sich selber. Wir haben also nur die Antenne gesetzt, die Vorbereitung gemacht, die Solaranlage aufgebaut komplett. Ein Solarregler unten gesetzt. Der hatte also auch von Schaut einen Ladebooster, der ist rausgekommen und dafür haben wir einen 12-1230 Victron verbaut und eine 200 Ampere Lithium-Batterie hier unterm Sitz. So. Das ist also auch ein neues Auto, weiß ich, wenige Tage, Wochen alt und der ist jetzt also auch soweit fertig. Hier drüben haben wir dann noch ein weiteres Fahrzeug, das ist auch fast fertig, sage ich mal, hat. Wie weit seid ihr? In 10 Minuten, okay. Also der hat nur eigentlich eine 200er Untersitz bekommen, hat einen Ladebooster bekommen und eine Vorbereitung für eine Solartasche. Ne? Eine kleine 7515er Regler drin, vorne mit einer kleinen Dose, mit einem entsprechenden Anschluss, dass wenn er dann mal sagen sollte, so jetzt möchte ich meine Solartasche anschließen, dann braucht er nur reindocken und fertig. Was ich hier sehe jetzt hier, was man so auf den ersten Blick nicht sieht, guck mal hier oben, der hat hier oben nochmal so ein Ausstelldach, so ein großes. Hast du das gesehen? Guck mal, da kann man da oben auch, wie letzte Tage bei dem grünen Fahrzeug, wobei hier der Einstieg viel größer ist. Schau mal, wie groß der ist. Ne? Riesig. Ja, so sieht's aus. Die drei Autos, die sind jetzt mehr oder weniger fertig. Der muss gleich noch getestet werden. Die anderen beiden sind schon getestet. Die verlassen uns jetzt in den nächsten Tagen. Und dann haben wir noch ein, zwei sehr, sehr interessante Objekte oder Projekte, die wir euch ja auch dann in Kürze vorstellen werden. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Vergesst den Daumen nach oben nicht. Unseren Kanal zu abonnieren auch nicht, so verpasst ihr auch hier bei uns nichts. Alles Gute, euer Karix-Team.